Herzlich willkommen im Kräuter- und Ernährungszentrum in Brandwitz. Ich möchte euch heute zeigen, wie man zum Muttertag schnell noch was Schönes aus seinem Garten für seine liebe Mutti zaubern kann. Ihr schaut in eurem Garten, was um die Jahreszeit schon blüht, schneidet es ab, dann braucht ihr ein Gefäß. Da kommt Piaflor rein mit Wasser, damit die Blumen sich schön halten. So, hier habe ich eine besondere Sorte Tulpen. Und die beliebte Pfingstrose. Das sind abgeschnittene Rhododendron-Zweige. Die Pfingstrosen, die Tulpen und die kleinen Weißen, das sind vom Knoblauchgras die Blütenstände. So oder so ähnlich könnte euer Geschenk für eure Mutti zum Muttertag aussehen. Jetzt möchte ich noch sagen, dass unser Garten am 10. wieder öffnet. Bis zum 15. ist der Eintritt frei. Ich möchte Sie recht herzlich einladen, uns zu besuchen.